Hallo ihr Lieben zur neuen Folge SpongeBob Schwammkopf Reunited Battle for Bikini Bottom. Oh Gott. Jetzt muss ich über mich selber lachen. Genau. Ich habe genug Pfannwender gesammelt, 75 Stück, um hier in den Abfalleimer zu kommen. Deswegen, ich bin gespannt. Ja, hier wird Essen serviert, aber keine Genau. Liebe. Oh, wie funkelnd. Genau. Das Plankton-Labor bzw. Planktons Labor betreten. Und dann bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Oh. Seht euch den Typen an, mit dem großen, eckigen Kopf und mit dieser kurzen Hose. Etwas Grässlicheres habe ich noch nie gesehen. Moment mal, das grässliche Ding sieht ja aus wie ich. Ich wusste immer, dass SpongeBob mal tot sein würde. Grundgütige Gründe. Ein Roboter SpongeBob. Irgendetwas Komisches geht hier vor sich. Und damit meine ich nicht dich. Was anderes Komisches. Plankton, du steckst hinter all dem, oder? Ja, ich war es die ganze Zeit. Sehe, der Duplikatotron. Ich habe den Namen schützen lassen, also denk nicht mal dran, ihn zu klauen. Damit kann ich von absolut jedem eine Roboterkopie machen. Ich wollte eine ganze Armee aus loyalen Robotern aufbauen, die jeden meiner Befehle ausführt. Aber jetzt laufen sie Amok. Ich hatte vergessen, den Schalter auf Plankton-Gehorchen umzulegen. Ach! Aber da Papa jetzt zu Hause ist, kann ich das beheben. Was ist denn jetzt los? Es sollte doch funktionieren. Es funktioniert bestens. Sie gehorchen mir. Ich wusste, ich hätte keine Kopie von mir anfertigen sollen, aber ich bin einfach zu süß. Das war das letzte Mal, dass du meinen Plänen in die Quere kommst. SpongeBob, darf ich vorstellen? SpongeBob. Hi, wie geht's dir? Darf ich dir meine Freunde vorstellen? Patrick, Sandy? Genug! Macht euch bereit für euren Untergang! Okay. Begegnungen der schmerzvollen Art. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Gib's ihm, SpongeBob! Oh, ich kann nicht hinsehen. Okay, vielleicht ein bisschen. Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff. Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff. Au, ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht wie eine gewinnen. Frühlingsbrise. Das war es. SpongeBob ist wieder ich im Kampf. Wie ein neuer Schwamm. Soll ich mal einsammeln? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich habe jetzt noch keine Ahnung. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hans gesessen. Oh, ich glaube, dem ist das irgendwie egal. Der wackelt zwar immer ein bisschen, aber ansonsten. Ich komme! Gib's ihm, SpongeBob! Okay, cool. Gib's ihm, SpongeBob! Oh, das tut bestimmt weh! Das Ticket. Den wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist das Ticket. Das war es. SpongeBob ist wieder im Kampf. Au, ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Das ist das Ticket. Klasse Aktion von SpongeBob. Das Mensch da irgendwie an die Seite. Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff. Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff.
Oh, ich kann nicht hinsehen. Okay, vielleicht ein bisschen. Das ist das Ticket. Verdammt. Great Barrier Reef. Das war es. SpongeBob ist wieder im Kampf. Oh, ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Das war es. SpongeBob ist wieder im Kampf. Oh, ich kann nicht hinsehen. Okay, vielleicht ein bisschen. Oh, das war ein Kinderspiel. Great Barrier Reef. Jetzt muss ich echt aufpassen. Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff. Oh, das war... Aber jetzt weiß ich schon mal, was hier so los ist. Seht euch den Typen an, mit dem großen, eckigen Kopf und mit dieser kurzen Hose. Etwas Grässlicheres habe ich noch nie gesehen. Moment mal, das Gräß... Okay. Autsch! SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Autsch! Verdammt! Na, sag mal. Ein neuer Okay, Trophäe halten, SpongeBob gegen SpongeBob. Einer hat, glaube ich, noch gefehlt. Nein, ihr Tölpel habt meine wunderschöne Braut zerstört. Wir wollten doch nächste Woche heiraten. Sagt ihr heiraten? Ich repariere dich, Baby. Oh, oh. Ich schrumpfe! Nein, Patrick, ich glaube, der Roboter wird größer. SpongeBob, er ist in deinen Kopf geflogen. Nun, dann werde ich ihm in meinen Kopf folgen. Ich meine in den Kopf meiner Roboterversion, der wie mein Kopf ist, nur größer und metallischer. Machst du jetzt endlich? Roboter Plankton, hier komme ich. Das wird mir gerade alles so merkwürdig. Okay. Leitung. Es kann losgehen. So, wo muss ich denn hin? Ach, verstehe. Bin gerade ein bisschen überfragt. Okay, da kann ich nicht drauf. Okay. Schon wieder vorbei. Ah!
Abominator. Okay. Also da kann ich anscheinend nicht drauf springen. Läuft ja gerade nicht so toll. Okay, verstehe. Ah. Langsam. Oh, sicher. Oh. Autsch! Autsch! Oh Mann! Also hier muss man schon schwindelfrei sein, so ein bisschen. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Okay. Genau meine Größe. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Da ist er doch schon. Den habe ich nicht kommen sehen. Ach du großer Schinken, den habe ich verstanden. Oh. Mit dem habe ich jetzt nicht mehr gerechnet, tolle Wurst.
Das war ganz schön eng hier oben. Bin ich hier jetzt immer im Kreis oder so? Kann das sein? Ah, okay. Es kann losgehen. Ja, wie so ein bisschen wie bei Star Wars, wo so mit dem TIE-Jäger da durch das Innere vom Schiff fliegen. Trophäe erhalten, der Kleine ist kein Herrscher. SpongeBob, du hast es geschafft! Was denn? Was? Oh, ah. Tja. All meine Pläne! Ruiniert! Jetzt reicht's, ich werde Rechtsanwalt! Du hast mich noch nicht besiegt! Ich habe noch unzählige Roboter in ganz Bikini Bottom! Ich rufe alle herbei und dann guckst du dumm! Oh, oh! Ich vernichte dich! Du vernichtest mich! Ich vernichte dich! Ich vernichte dich doppelt so übel. Ach ja, ich vernichte euch dreimal. Und ich vernichte euch unendlich oft. Sei still, du dummer Roboter. Wen nennst du hier dumm? Ich war auf der Volkshochschule, du übergroße Kaffeemühle. Ach ja, dir zeig ich's. Tja, Plankton, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Oh, das hab ich gewiss. Nächstes Mal mache ich das richtig. Autsch! Wir haben gewonnen. Wer hat Lust auf Eiscreme? Ich. Muss ich euch alle daran erinnern, dass Bikini Bottom immer noch von Robotern verwüstet wird? Stimmt, Cherry. Ja, sie hat eine schöne Stimme. Ich werde bestraft. Ich weiß nicht wofür, aber ich werde bestraft. Es gibt da draußen immer noch viel zu tun. Mehr Jungfrau-Mann und Blaubarschbube geben nie auf, also werde ich es auch nicht. Wir dürfen nicht ruhen, bis Bikini Bottom wieder sicher ist. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ah. Ich bin Rolltastisch. Cool. Es glänzt. Sehr lustig.
Cool, Flipper. Ah, cool. Kann ich springen? Ah, hier ist Start. Das ist irgendwie ganz lustig. Ich glaube, ich bin schon mehr oder weniger alles. Okay, also es gibt noch eine Sache für 40.000 Blümchen, sage ich jetzt einfach mal. Das Kino, da werde ich noch ein paar sammeln und dann mal reingucken. Ansonsten war es das, glaube ich, tatsächlich. Man kann jetzt noch die restlichen Pfannenwender und so und Socken und so sammeln, wenn man möchte. Aber im Großen und Ganzen war es das dann von SpongeBob. Aber wir starten ja demnächst schon mit den Schlümpfen im Traumland. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich sag vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit SpongeBob und mir. Ich freue mich auf weitere Let's Plays. Wir werden, denke ich, auch mal weiter sowas in der Richtung machen. Ist eigentlich ganz cool und es hat erstaunlich viel Spaß gemacht, also mehr als ich gedacht hätte jetzt von bezüglich SpongeBob spielen. Also vielen Dank nochmal fürs Reinschauen. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Genau. Ja, vielen Dank. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen und ich freue mich aufs nächste Game mit euch. Bis dahin. Tschüssi.